Herzlich willkommen auf dem Sackstätter Hof bei der Familie Sackstätter in Niederbayern. Es dreht sich alles um Gemüse, Gemüse, Gemüse. Und wir begleiten unsere drei Urlaubspraktikanten die nächsten Tage und schauen, wie sie hart mitarbeiten. Micha, was erwartest du dir von den nächsten Tagen? Ich erwarte mir einfach viel zum Lernen, viel mitzunehmen und regionale Produkte einfach vom Feld bis zum Hofladen einfach zu begleiten und zu schauen, wie das alles funktioniert. Und eine gute warme Mahlzeit. Auf jeden Fall. Ein Gurkenpflüger ist für uns eine wahnsinnige Ernteerleichterung. Er fährt mit 100 Meter pro Stunde und schafft trotzdem am Tag 15 Tonnen. Es arbeiten 25 Leute und es ist schon anspruchsvolle Arbeit, obwohl man im Schatten ist. Also es macht wirklich Spaß, aber ich denke, 8 Stunden ist wirklich harte Arbeit und wirklich Respekt vor jedem, der das macht. Worauf freust du dich am meisten in den nächsten Tagen? Als erstes freue ich mich wahnsinnig auf die Natur, weil ich einfach denke, ich komme da wieder ein bisschen näher und ich möchte wissen, wie wirklich Lebensmittel hergestellt werden und wie viel Arbeit und Mühe und auch Spaß da die Bauern in unserer Gegend haben. Ja. Feder, worauf freust du dich am meisten? Auf den Hund streichelt und auf Pflanzen ernten. Passt. Dankeschön. Viel Spaß euch. Ja. Die Geschichte der Paprika ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Normalerweise muss man die viel spritzen, bei euch aber nicht so. Also bei uns wird halt drauf geschaut, wir haben die im Folientunnel. Da haben sie geschützt vor den Witterungsverhältnissen. Haben da immer trockene Blätter, also kann man da sehr stark auf die Pflanzenschutzmittel verzichten. Also mir hat einfach Spaß gemacht, einfach selber Hand anzulegen, tatkräftig mitzuarbeiten, die verschiedenen Gemüsesorten selber zum Ernten. Und ich muss ehrlich sagen, ich werde jetzt die Lebensmittel noch mehr schätzen und es hat richtig Spaß gemacht.